Ich war in Sydney auf Auslandssemester letztes Jahr und habe da den Quidditch Club trainieren gesehen und habe das ziemlich cool gefunden. Bin da kurzerhand da beigetreten, habe dann eben mitgespielt und wie das Ganze vorbei war, also wie ich nach Wien zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, es war eigentlich ziemlich lustig, war er doch cool, wenn wir in Wien auch Quidditch spielen hatten. Also grundsätzlich bin ich schon ein Harry Potter Fan, natürlich in meiner Jugend, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, also früher noch mehr als jetzt natürlich. Mittlerweile kennt es mir auch sehr viel mit Sport, aber ich mag Harry Potter immer noch sehr gern. Also es gibt im Quidditch verschiedene Spielebenen, also es gibt das Spiel der Chaser, also Jäger, die sind die Punkte machen mit dem Quaffle, das ist ein Volleyball. Dann gibt es die Beater, die Treiber, die schießen die anderen Spieler ab. Und dann gibt es die Sucher, die müssen den Schnatz fangen. Und der Schnatz ist in unserer Variante für Nicht-Magier eine Person, die hat einen Tennisball, der in einem Socken steckt. Und dieser Socken ist hinten am Hosenbund befestigt und den müssen eben die Sucher fangen. Ich liebe es gerne, viel zu sprinten. Man muss schnell sein, man muss viel rennen. Man muss sehr viel passen mit den anderen Spielern, sehr viel zusammenspielen. Und man kann natürlich tackeln. Also in der Defensive kann man... Das macht ein bisschen Spaß. She can, but you can't like yank it. Wir sind eigentlich alle gekommen, um eben mal Quidditch auszuprobieren, weil wir gesehen haben, dass das Leute eben in Wirklichkeit machen und nicht nur in den Büchern auf Besen fliegend. Im Freundeskreis ist es okay. Es ist eher so, wenn man zu irgendwem Fremden hingeht oder so und dem erzählt, dass man Quidditch spielt, dann kriegt man teilweise bedenkliche Reaktionen. Aber es ist eine total lustige Idee. Ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, warum uns das interessiert. Besonders wenn man den Leuten dann auch noch erzählt, dass man sich eben auch tackelt und dass das doch ein Vollkontaktsport ist und nicht nur einfach irgendwie auf Besen herumrennen und durch Ringe schießen, ja. Dann nehmen sie es ein bisschen ernster.